fangen wir von rechts an. Der hübsche Mann mit dem Galatasaray-T-Shirt, bitteschön. Fenerbahce. Fenerbahce. Jim Bum Bum, ne? Oder? Ne, wie hieß der? Ist es erlaubt, eine Frau zu heiraten, die Schia oder Alevi ist? Darf man eine Frau heiraten, die Schiitin ist oder Alevitin? Fangen wir mit der Alevitin an, das ist leichter. Nein. Definitiv nicht. Yahuwah, wir haben eine Religion. Und diese Religion hat uns nur bestimmte Leute erlaubt zu heiraten. Wen darf ein Mann heiraten von den Frauen? Wen darf er heiraten von den Frauen? Schaban, nimm mich nicht dran, du willst sowieso schon die ganze Zeit heiraten. Na, tfadda. Christinnen und Juden. Jüdinnen, die wichtigsten nennst du zum Schluss. Christinnen, Jüdinnen und Muslime. Vorzugsweise Muslime, weil Allah mit diesen Frauen anfängt im Koran, in Surat Al-Ma'idah. Naam. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ Und die Muhsanat, das heißt, die keine unerlaubten Beziehungen vorher gehabt haben, von den gläubigen Frauen. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ Und die, jetzt danach, und die Muhsanat, das heißt, die keine unerlaubten Beziehungen vorher gehabt haben, von den Leuten der Schrift, bedeutet von Jüdinnen und Christinnen. Ein Muslim darf eine Muslime heiraten, eine Jüdin heiraten oder eine Christin heiraten. Und alle mit derselben Voraussetzung, die dürfen vorher keine unerlaubte Beziehung gehabt haben. Was die Muslime anbelangt, wenn er sie heiratet, obwohl sie vorher eine unerlaubte Beziehung gehabt hat, vielleicht sogar mit ihm, dann muss sie bereuen und sie müssen eine Monatsperiode voneinander getrennt werden. Erst dann dürfen sie heiraten, wenn sie beide bereut haben und eine Monatsperiode abgewartet haben. Was Jüdinnen und Christinnen anbelangt, so darf er sie nicht heiraten, bis sie den Islam annehmen. Okay? Alevitin gehört nicht dazu, zu dieser Gruppe. Weil die Aleviten, Achil Karim, die haben eine andere Religion als wir. Die nennen sich auch nicht Muslime selber. Ja? Wenn du zum Beispiel auch ihre Religion in Anführungsstrichen betrachtest, fasten sie wie wir im Ramadan. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Monat, wo sie fasten. Ist ihr Gebet wie unser Gebet? Du weißt, was sie im Gebet machen. Aber die nennen sich ja Muslime. Das ist ja... Ich kann dir auch sagen, ich bin Staatspräsident von Deutschland. Auch wenn ihr es alle so gern hättet, aber bin ich nicht. Etwas zu behaupten ist eine Sache. Und der Beweis ist ein... Allah subhanahu wa ta'ala, als die Juden und Christen gesagt haben... وَقَالُوا لَنْ يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا Sie sagten, niemand wird das Paradies betreten, außer er ist ein Jude oder Christ. Wie hat Allah Azza wa Jalla ihnen geantwortet? تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Das sind eure Wunschvorstellungen. Das heißt, ihr hättet es gerne. Gebt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Behaupten kann jeder. Eine Alevitin ist keine Muslima und mit Übereinstimmung aller Gelehrten darf man eine Alevitin nicht heiraten. Mafhum? Schiiten. Da gibt es unter ihnen verschiedene Gruppierungen. Gruppierungen, von denen man nicht heiraten darf, wie diese Zwölfer Imamia. Diese Zwölfer Imamia, nur damit du einen kurzen Ausblick hast, die sagen, und das ist das Übelste, was man überhaupt sagen kann, weil sie haben 12 Imame, die sie selber bestimmt haben und sagen, diese Imame sind sozusagen das Fundament der Religion. Erstens sagen sie, diese Imame sind besser als die Propheten. Zweitens sagen sie, Allah hat einen Fehler gemacht und einer von ihrer Imame hat Allah korrigiert. Wird das ein Muslim sagen? Niemals. So, sie sagen, Aisha hätte Zina gemacht, obwohl Allah in Surat An-Nur 10 Ayat herabgesandt hat, dass er Aisha freigesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Und ich stell dir vor, Allah spricht sie frei, daraufhin sagen sie, nein, das stimmt nicht, was Allah sagt. Sie ist eine Zania, sie hat Unzucht begangen. Die Rawafid, so heißen sie, diese 12er Imamiyah, sie sagen, alle Sahaba sind Kuffar. Das heißt einschließlich Abu Bakr, Umar, Uthman und so weiter und so fort. Alle sind Kuffar, außer drei. Sie haben drei bestimmt. In einer anderen Überlieferung 7 und man braucht das nicht zu erwähnen. Diese Leute von 12er Imamiyah, von ihnen darf man nicht heiraten. Und einige der Gelehrte haben sie als Nicht-Muslime bezeichnet.
Leute, die von der Religion abgefallen sind, und das ist die Ansicht von unseren Gelehrten. Und sie haben recht. Es gibt aber andere Schia, die wissen nicht mal, was Schiitentum ist, Achil Karim. Und wenn du sie fragst, macht ihr das, dann sagen sie dir, A'udhu Billah, niemals. So. Diese Person ist anders als die anderen Personen, die ich genannt habe. Mafhum? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.